Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen, ja, Laber-Vlog. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich werde heute den Tag auf der, beziehungsweise den Vormittag auf der Couch verbringen. Und da mir ja langweilig ist, dachte ich mir, ich quatsche ein bisschen mit der Kamera. Also werdet ihr heute nicht so viel sehen, nur mein Gequatsche. Ich hoffe trotzdem, es ist ein bisschen interessant für euch. Ich habe euch in meinem letzten Schwangerschaftsupdate ja erzählt, dass ich da so ein paar Problemchen habe mit meinem Gebärmutterhals, der sich ja verkürzt hat. Deswegen muss ich ein bisschen zurückschrauben. Ich habe gestern leider echt viel gemacht. Von Staubsaugen bis Bodenwischen, Wäsche waschen und, ne, so Haushalt, was man halt machen muss. Ich habe sogar eine Wand gestrichen. Also nicht jetzt nichts Großes, nur so einen kleinen Teil halt. Weil mein Mann da irgendwie so ein Fleckchen gemacht hat. Ich konnte das mir nicht mehr anschauen. Und ja, ich glaube, es war dann schon zu viel. Ich habe da so ein... Ich merke das... Also, oder ich schaue jetzt einfach mehr drauf. Ich weiß es nicht. Deswegen ging es mir gestern am Abend nicht so gut. Am liebsten wäre ich... wäre ich am liebsten zum Arzt gegangen. Also nicht so, dass ich irgendwie so Beschwerden hatte. Auch der... Es tut ein bisschen so, die Hüften tun weh und ne, so der Becken, das Becken halt und der Rücken. Das ist jetzt nicht so das Schlimme, aber man hat so ein Druckgefühl nach unten und das ist überhaupt nicht gut. Deswegen habe ich mir heute vorgenommen, nur zu sitzen, nur zu liegen, nichts eigentlich zu machen, außer essen. Irgendwer muss ja Essen machen. Bin ja alleine zu Hause und ja, ich beschäftige mich hier mit Anmeldung für den Kindergarten. Lea beginnt ja am 11.09.2017 in den Kindergarten, also in den richtigen Kindergarten. Sie wird den Sommer über zu Hause sein, also die 2 Monate, ne, was bei uns die Kinder halt zu Hause sind. Und dann ab September geht sie in den richtigen Kindergarten. Ja, mal gucken. Im gleichen Haus, wo sie jetzt ist, nur halt, ja, es ist ein Kindergarten, keine Kinderkrippe. Und ich trage noch ein paar Sachen in meinem Kalender ein. Ich habe hier so einen praktischen Kalender, der ist immer voll. Ich sag's euch, sehr praktische Aussicht hier. So, ich trage mir das nur schnell ein. Ich weiß, bis September ist noch hin, aber es wird eh so alles, vergeht eh alles so schnell. Das habe ich jetzt auf jeden Fall ausgefüllt. Dann hat zwischenzeitlich der Postbote geklingelt und hat uns ein... Ich habe mich bei HIP angemeldet, das kennt ihr bestimmt alle, und da bekommt man so ein Päckchen. Und in der Schwangerschaft kriegt man auch ein Päckchen. Und ich habe jetzt dieses hier bekommen von HIP. Ne? So. So sieht's aus. Finde ich immer recht nett von denen. Einmal von Jaco-O. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hier die Marke. So ein Rasselzeug, finde ich süß. Hier ein paar Öhrchen. Knistert. Ja. Das ist jetzt gerade gekommen. Was ist das hier? Schön schwanger, richtige Ernährung und Pflege in der Schwangerschaft. Ja, da ich eh Zeit habe, werde ich mir das durchlesen. Unser Geschenk für Sie. Ne. Ja, dann hier kann man ja, genau, wenn das Baby dann auf der Welt ist, kann man dann, dass man diese Aufkleber für die Autos bekommt, das haben wir ja von der Lea auch. Und dann war hier noch ein Waschgel von HIP und ein pflegender Wundschutz. Ja. Und hier das Waschgel. Genau, ist wirklich sehr nett von denen. Das ist ja kein Muss, dass die jemanden was schenken, ne? Ja. So, dann kam auch mein Arztbrief vom Krankenhaus heute an. Ja, ich hasse sowas lesen, ich sag's euch. Ich meine, ich hasse es. Es erinnert mich dann gleich wieder an die schreckliche letzte Woche. Das muss ich heute in den Kindergarten mitnehmen. Und ja... Ich habe ein paar Videos geguckt, irgendwie, gerade wenn ich zu Hause bin, ladet keiner was hoch, beziehungsweise nichts, was, ja, mich interessieren würde. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kommt ja noch was. Und
Irgendwie ist der Februar nicht unser Monat. Ich sag's euch, letztes Jahr war Lea krank im Februar. Da war sie eine Woche auch im Krankenhaus, weil sie ja ein Virus hatte. Und dieses Jahr war ich jetzt im Krankenhaus. Mein Mann hat jetzt eine Nasennebenhöhlenentzündung und nimmt Antibiotika. Was hat er noch? Und jetzt hat er plötzlich so extreme Halsschmerzen bekommen, dass er jetzt morgen oder so wieder zum Arzt geht, also zum HNO-Arzt. Ich sag's euch. Also, Februar ist nicht unser Monat. Seit letztem Jahr schon nicht. Beziehungsweise auch seit vorletztem Jahr. Vorletztes Jahr im Februar, glaube ich. Oder war das? Oder war das vor 3 Jahren? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube, dann müsste es vor 3 Jahren gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall auch im Februar, da hatte mein Vater einen Herzinfarkt. Und, ne, also das Februar ist echt nicht so unser Monat. Ich bin froh, wenn er vorbei ist. Wir haben heute übrigens den, naja, erst 15. Also erst Mitte des Monats. Aber ja, ganze nächste Woche ist noch im Februar. Ich sag's euch. Na gut, ich habe jetzt mal alles erzählt, was ich erzählen wollte. Und ja, sonst ist im Moment nichts. Eigentlich müsste ich Staub saugen. Aber ich glaube, ich lasse es heute. Bis später. So, meine Lieben, ich dachte mir, ich mache jetzt schnell Mittagessen. Hier sieht es ein bisschen chaosmäßig aus, aber ich habe gerade alles vorbereitet. Wir haben 15 vor 10, aber ich dachte mir, was ich habe, habe ich schon mal. Lea ist zwar im Kindergarten, aber ja, am Abend oder am Nachmittag und auch für meinen Mann und für mich, ne, brauchen wir was zum Essen. Ja, wo fange ich denn an? Ich mache mir immer hier 3 so Schüsselchen. Ihr seht hier einmal, zweimal, dreimal. Ich fange mit der ersten an. Ich tue ungefähr so ein Kilo Kartoffeln schälen und in so Scheiben schneiden. Und da gebe ich dann immer 2 Löffel ungefähr. Ich mache das so nach Löffeln, ne? Öl, wenn es geht, Olivenöl und 2 Löffel ungefähr Salz. Einfach ganz gut ausmischen und ich, also einfach mal so probieren, ob es salzig genug ist. Und ja, das ist das Erste, was ich mache. Also 2 Löffel Öl und 2 Löffel Salz. Vermischt das alles gut mit der Hand und ja, dann ist das das Erste. Dann, was ich als Nächste mache, ist hier Fleisch. Wer Fleisch nicht sehen kann, es ist jetzt, glaube ich, zu spät. Einfach faschiertes Fleisch, gemischtes Fleisch, wie auch immer man es nennen mag. Mit einem Löffelchen Pfeffer, genau, und 2 Löffeln Salz einfach rein und dann Zwiebeln ein bisschen klein schneiden. Ich mache das immer sehr gern. Hier, wartet mal, haben wir das mal im Lidl gekauft. Hier, das ist so ein tolles Teil, wenn man es ganz fein haben möchte oder ein bisschen gröber. Und dort dann mixt das hier mit so einem, ich finde es einfach klasse, ich verwende das immer, vor allem für Zwiebeln. Das hier habe ich dann dazu getan. Lasst mich mal überlegen, was habe ich denn hier noch dazu gegeben. Achso, und dann alles zusammengemischt und dann habe ich noch 4 Löffel ungefähr, ich mache es jetzt nach Löffeln, habe ich mir so ungefähr jetzt notiert für euch. Ich mache es eigentlich eher so nach Augenmaß, also ungefähr 4 Löffel Öl und 8 Löffel, so große Löffel Wasser. Also ich zeige euch mal. Hier dieser Löffel, ne? Normale Esslöffel. Wasser und habt ihr auch alles mit der Hand gut vermischt. Und das Dritte ist hier eine Mischung aus 4 Eiern, die ich so, ja, reingetan habe. Dann habe ich hier einfach so eine Tasse Milch reingegeben und einen Löffel, auch wieder so einen großen Löffel, das Mehl. Und ja, dann gut mischen, also Ich habe jetzt keinen Bock auf einen Mixer gehabt, aber wenn es geht, dann am besten mit einem Mixer, einfach damit keine Klümpchen oder so entstehen. Und das Ganze machen wir jetzt weiter. Das ist jetzt mal die Vorbereitung. Das Nächste ist auf jeden Fall, dass wir hier so ein Gefäß nehmen und das Ganze mit Butter oder mit Olivenöl befetten. Und dann tut man den Boden und die Ränder einfach mit Kartoffeln belegen als allererstes. Und dann kommt
Ja, ich zeige es euch jetzt erstmal. Also so ungefähr, ihr seht, ich habe den Boden hier belegt mit Kartoffeln und auch die Ränder. Und jetzt kommt das Fleisch einfach dazu und den Boden habe ich unten mit Margarine befettet. Ne? Und jetzt einfach so, ja, das Fleisch dazu ungefähr. So mache ich halt meine Moussaka. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr sie macht, aber... Ja, und dann kommt wieder eine Reihe Kartoffeln und wieder eine Reihe Fleisch. Und wenn ich dann fertig bin, kommt dann das drüber. Und ich glaube, ich mache das jetzt, weil ich glaube, da wisst ihr jetzt ungefähr eh Bescheid, wie man weiter vorgeht. Für diejenigen, die es nie gemacht haben, Moussaka ist, glaube ich, jetzt nicht so ein... Das heißt, glaube ich, ist auf keinen Fall so ein ja, kompliziertes Rezept. Das ist meiner Meinung nach ganz einfach. Es gibt auch das... diese Zutaten von Maggi und so, ne, das hatte ich auch schon mal probiert oder beziehungsweise schon gemacht, aber wenn ich Zeit habe und Lust habe, dann mache ich es immer sehr, sehr gerne selber, also ist definitiv besser als ja, immer nur Fertigessen, ne. Aber ich bin nicht der Anti-Fertigessen-Macher. Also wenn ich keine Zeit habe, vor allem wo ich arbeiten war, war es immer sehr praktisch, mal so ein Tütchen und dann, ja, nicht jeden Tag, aber hin und wieder, ne? Gebe ich ganz ehrlich zu. Aber jetzt, wo ich zu Hause bin, wird das nicht mehr so sein. Mache ich lieber meine Essen selber. Ich mag ja gerne, ich mag es. Natürlich würde ich lieber bekocht werden, das ist klar, aber ich mache auch gerne Essen selber. Also. So, ich mache das jetzt fertig. Ihr seht, wie ich das ungefähr mache. Und dann, ja, zeige ich euch, wenn ich fertig bin. Also Backofen auf 225, Ober- und Unterhitze erstmal vorheizen. Kommt drauf an, wie lange es bei euch dauert. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe das drüber gegeben, das zieht alles ein. Also es sieht noch so wässrig aus. Also so nass, ne, aber es zieht alles ein. Ihr könnt jetzt hier drüber Creme Fraiche geben, wenn ihr möchtet. Zum Beispiel wäre sehr lecker, habe ich aber nicht. Oder ein bisschen Butter oder so drüber geben. Ist natürlich sehr fettig, aber ja. Es kommt drauf an, wie ihr es mögt. Ich glaube, ich habe jetzt... Oder vielleicht Käse, wer es mag. Das mag ich zwar auch, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich gebe vielleicht ein bisschen Butter drüber, dann wird es noch so ein bisschen knuspriger und schön goldbraun. Ne? Und dann gebe ich das in den Backofen für 40 Minuten, wie schon gesagt, auf 225 und dann gucken wir uns das Ganze fertig an. Ich hoffe, ich habe euch das alles so gut erklärt, dass ihr das verstanden habt. Ja, das ist auf jeden Fall... Das, ich werde jetzt dieses ganze Chaos beseitigen. Ne? Ich hoffe, falls irgendwas unklar ist, einfach in die Kommentare damit. Und dann erkläre ich es euch auch in den Kommentaren. Mein Moussaka-Rezept. Mich würde interessieren, wartet mal. Ich filme mal mich. Mich würde interessieren, ob ihr es vielleicht irgendwie anders macht. Oder macht ihr es auch so wie ich? Also ich mache, wenn ich sie ganz allein, wenn ich es so selber mache, mache ich es meistens eigentlich immer so. Ihr könnt ja alles Mögliche noch dazugeben vielleicht. Aber ich mache es einfach so. Ist... ein sehr sattmachendes Essen, wie ich finde. Auf jeden Fall, also. Ja, so. Das war's. Jetzt gehe ich mich wieder auf die Couch hocken. Bin jetzt genug herumgestanden. Und ja, dann gebe ich das Ganze rein und dann war's das. Ich sag's euch, heute ist der kleine Mann so aktiv. Ich meine, er ist immer sehr aktiv. Aber als ich heute, also als ich jetzt drin gestanden bin und die ganzen Sachen vorbereitet habe und gemacht habe, hat er permanent hier auf eine Seite getreten, dass das weh getan hat, kann ich nicht unbedingt sagen, weil weh tun tut, also das kann man nicht vergleichen mit irgendeinem richtigen Schmerz, aber es hat schon so, dass ich das Oberteil hochgehoben habe und die Leggings runtergezogen habe, weil die Leggings genau da, glaube ich, war und es ihm vielleicht gestört hat, keine Ahnung, er hat dagegen getreten hat und die Leggings schneidet schon langsam ein bisschen ein, weil der Bauch doch wuchtig ist, ne? Und ich trage ja noch immer meine normalen Standard-Leggings und oh, er wird immer stärker, Gott sei Dank. So, ihr Lieben, und so sieht das Ganze fertig aus. Wenn ihr es knusprig haben möchtet, ich weiß gar nicht, habe ich das gesagt, 40 Minuten auf jeden Fall, oder ansonsten so 30, 35, wenn ihr es nicht so, nur dieses Knusprige da haben möchtet, dann ein bisschen kürzer, aber ja, wir mögen es doch mit
ein bisschen knuspriger. Und das war's. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich beende auch für heute den Vlog. Wir haben 12 gleich. Ich werde losfahren. Ich muss nämlich noch was zuerst zur Bank schnell und dann Lea abholen. Und dann war es das mit meinem Vormittag. Verging ganz schnell. Ich habe es mir aber, ich habe soweit das Video auch bearbeitet. Kann ich euch dann gleich morgen online stellen. Also am Donnerstag, drückt mir dann an dem Tag die Daumen. Da habe ich ja den Arzttermin und das war's. Für das, dass es eigentlich nicht so lang geplant war, ist es doch ein langes Video geworden. Naja, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!